Auf ein neues, zu einer neuen, brandneuen Folge vom Teufelsruh Talk. Wir sind mal wieder da und aktuell. Nach drei Jahren Pause gefühlt, weil so viel vorproduziert war. Warum war denn die letzte Folge, Junge? Junge. Ja, und jetzt neigen wir uns auch endlich mal dem Ende zu hier vom Alabaster Ark und den Teufelsfrüchten. Ist auch langsam mal gut. Weil die Barockfirma hat halt so viel Mons. Ist halt so, es war aber auch richtig übertrieben. Aber ja, wir haben jetzt nach Paramecia und Logia mal wieder eine Zoan-Kraft, nämlich die Hund-Hund-Frucht oder Schakal. Und wie gesagt, die wurde im Deutschen manchmal auch Wauwau-Frucht genannt, das ist eigentlich ganz cool. Hey, wann? Wo? Ja, zum Beispiel auch die von Fifi. Die, aber hey, war auch das im, gesagt? Nein, nicht unbedingt im Anime, auch im Manga. Achso, wollte schon sagen, Junge, wer hat Wauwau-Frucht gesagt? Kann sein, dass was auch wer gesagt hat im Anime, da bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls heißt die auch im Japanischen Inuino no Mi, aber das ist Inuino steht für Hund. Schakal, keine Ahnung, was das auf Japanisch heißt. Schakal, wahrscheinlich. Genau. Aber das ist eigentlich so ganz wieder so typisch Zoan. Und man kann sich halt Mensch, Schakal und Schakal-Menschen verwandeln, ja. Und ich werde auch gleich noch ein bisschen das ausführen, was Schakal-Frucht angeht. Und er ist der Kommandant der Truppen in Alabasta und deswegen hat er eine gewisse Stärke. Also er ist stärker als dieses Fußvolk, aber zur Krokodil hat ihn ja eins Schnipp, Finger schnipp und tot. Komplett auseinandergenommen. Also wirklich einfach aus dem Leben genommen. Aber ja, hier steht auch ja taktisches Geschick. Aber wie gesagt, er war Krokodile. Zwei Krokodile. War unterlegen. Und dann hat er irgendwann diese Frucht gegessen und er hat auch den Beinamen Schakal. Wow. Und dadurch, das sind auch so Fähigkeiten, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen will, er hat hohe Geschwindigkeit und hohe Sprungkraft. Und er benutzt zudem auch noch so ein schönes Schwert mit einer grünen Scheide. Das muss natürlich sein. Warum muss das grün sein? Ja, grün ist supi. Ich dachte, du bist doch was anderes ein, aber nee, grün die beste. Aber ja, hier steht auch, der ist der General der Truppen in Alabasta und auch der Leibwächter des Königs. Wow, toller Leibwächter. Hast du viel geleistet, mein Freund. Eine Aufgabe gehabt. Und hast sogar gegen. Weißt du noch, wer den König gekidnappt hat? Welche Agenten das waren? Gekidnappt? Vielleicht. Weiß ich jetzt ja. Nicht. Wo der dann so Mister, war? Ich weiß auch, dass Mr. Zu ihn geschauspielert hatte. Nee, gekidnappt. Die Aufgabe war von Mr. Four und Mr. Christmas. Oh nee. Genau, die waren dafür zuständig. Und er ist auch der Stellvertreter von Egaram. Wenn Egaram jetzt, naja, ich sag da mal nichts zu. Richtig weggebombt. Genau. Also viel mehr kann man jetzt leider zu Shaka nicht sagen. Und diese Frucht, naja. Wir kommen ja gleich nochmal drauf. Ist besserer Hund als Fifi, sag ich. Aber ein Schakal ist schon mal, ja, wie gesagt, was hat Schakal für Fähigkeiten? Was steht denn hier? Ein Wildhund? Ähnlich wie ein Wolfs, sind aber kleiner als Wölfe. Als Wolfs. Und Wolfs. Und die stehen in Konkurrenz zueinander und die leben als Fleischfresser. Jetzt gedacht, wenigstens essen die Fleisch. Und dann ernähren sie aber auch von Aas. Und sie sind sogar ausdauernde Läufer mit langen Beinen. Also sehr ausdauernd. Und die gehen sogar zusammen in Gruppen auf Jagd. Ja. Also der Wikipedia-Eintrag gibt ja auch nicht so viel her. Würde ich mal sagen. Schade Schokolade. Aber wir gehen jetzt mal ohne Umschweife zu den Attacken bzw. der Attacke. Weil es gibt hier leider nicht so viel, was wir sagen können. Das ja, nur ein. Es ist jetzt bei den nächsten paar Teufelsfrüchten, dass es nicht so viel zu sagen gibt. Ja, aber bei Enel gibt es dann wieder ein bisschen mehr. Oh ja, freut euch schon mal auf Enel. Vielleicht haben wir noch wieder einen Gast dabei. Aber hier, das lohnt sich halt nicht so sehr. Willst du die Attacke oder soll ich? Mach du ruhig, ich mach dann im nächsten Part. Okay, also es gibt leider nur eine Attacke. Die wird auch im Anime wie im Manga nicht benannt. Frag mich nicht, warum die jetzt hier einen Namen hat. Das ist der bellende Reißzahn. Und wie schon gesagt, er ist ja sehr schnell und dabei sprintet er als Schakalmensch, also nicht als 100% Schakal. Und auch nicht als Mensch. Also diese Tiermenschform auf den Gegner zu und läuft dann so seitlich an ihm vorbei. So wie ich bei dir, wenn ich kein Interesse habe. Dankeschön. Ich bin jetzt aber nicht ich. Also, nein. Die Klinge seines Schwertes
und streckt er dann aber jedoch Seite des Gegners, sodass er tief nicht an der Flanke erleidet. Muss dir vorstellen, hier, wie wenn du so ein Schnitzel panierst, panierst ja schon, so ein bisschen kleiner schneidest oder Schnitte reinmachst, Schmetterlingsschnitt kennt man. Genau. Aber er hat das ja angewendet gegen so Krokodile. Und ich will ja nicht verkackt. Aber der hat ja keine Chance, weil das ja gegen Logi-Nutzer logischerweise, wenn man kein Haki hat, wo man auch noch zukommen. Wirkungslos ist. Finde ich schade, dass er leider nur diese Attacke hat und das auch noch eine Attacke ist, die nicht mal irgendwas gebracht hat. Richtig schön fand ich das. Ich mag Chaka eh nicht. Weiß nicht, warum, ja, ich mag ihn einfach nicht. Ich glaube, die nächsten Charaktere sind alle, die du nicht so sehr magst. Aber ja, mal gucken. Genau, das ist jetzt leider die einzige Attacke, wo wir auch irgendwie Bezug nehmen können. Deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Das ist nämlich das Erwachen, Erwachen, Erwachen! Ja, aber allgemein frage ich dich bei den ganzen Tierfrüchten, was sollst du denn damit Erwachen machen? Das wirst du noch sehen. Wenn wir ein starker Hund sind, oder wie? Nein, wenn wir Impel Down sind. Kannst ja nicht auf einmal anderer Hund sein, das geht doch nicht. Lass mich doch mal ausreden! Nein! Wenn wir Impel Down sind, das ist da, wo Ace gefangen genommen wird und danach stirbt, das wissen wir ja. Spoiler, Spoiler. Da gibt es dann so Wärterbestien, so Minotaurus, Minozebra, Minokoala. Ja, ist das, sind die erwacht oder ist das nicht allgemein einfach? Das ist nicht bekannt, aber man weiß, dass das normalerweise richtige Menschen waren und die sind erwacht und das sind so richtige Bestien, wirklich so Minotaurus. Also ja, das kann ja auch sein, dass es auch eine Minotaurus-Frucht gibt. Nicht, dass das eine erwacht ist. Das ist so, das ist bestätigt von Oda. Das ist ein Erwachter. Das waren richtige Menschen. Ja, das waren richtige Menschen. Und das sind die ersten. Und Chaka ist auch ein richtiger Mensch. Das hat doch nichts damit zu tun. Hä? Was, hä? Wie meinst du das jetzt? Ja, nur weil die mal Menschen waren. Chaka war doch auch mal. Also ist doch auch ein Mensch. Ja, okay, aber dann kann der. Hä, was spricht denn jetzt dagegen denn? Verstehe ich nicht. Dagegen spricht, dass es doch einfach eine Minotaurus-Frucht geben kann. Der sagte, dass die wirklich erwacht ist und dass da einfach mal was anderes war. Nein, das ist wie gesagt schon bewiesen, sage ich schon. Das ist warte mal. Bestätigt, dass es so ist. Das waren auch die ersten, die so erwacht sind. Gut, das aber war meine Frage, ob die vielleicht einfach mal das gleiche so eine Frucht war oder ob das eine Erwachte ist. Das war meine Frage. Nein. Nee, jetzt war die Frage auch nicht nein. Also ein kurzer Schwenk zu dem Typen steht hier. Also ist unbekannt die Frucht, wie sie heißt, aber er kann sich in Mensch, Stier und Stiermensch verwandeln. Das heißt, es war ein Mensch. Was heißt, ist ein Mensch? Ja, aber er kann sich jetzt nicht mehr ist ja ein Stiermensch. Ja, wie gesagt, aber der kann sich nicht mehr rückverwandeln, das ist das Problem jetzt so. Jedenfalls hat man es noch nicht anders gesehen. Das Problem ist, es ist noch sehr unbekannt. Vielleicht aber es ist bekannt. Er ist einfach nicht. Egal, das ist ein anderes Thema. Vielleicht hat das jetzt immer am Monster verwandt, aber... Ja, wir werden das Büser mal wachen. Und vielleicht wird er noch mehr höher springen, noch schneller, noch wilder, noch brutaler. Ich meine, das ist das Ding. Vielleicht ist ja ein Hund sein Geruchssinn besser ausgeprägt, dass er Blut riechen kann oder allgemein. Da hinten ist eine Person, dann riecht er das schon auf 500 Meter oder so. Das ist doch, hört sich doch gut an, oder? Ja, aber das kann ja nicht einfach sagen, hier, jetzt bist du stärker, jetzt bist du schneller. Und verbessern ist doch lange, weil ich muss doch irgendwas Neues können und ich mir verbessert. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, diesen Geruchssinn. Ja, ich kann Hunde auch so mich bestimmt gut riechen. Das wurde jetzt nicht gesagt. Wurde aber nicht gesagt, dass er es nicht kann. Ja, das heißt aber, alles, was nicht gesagt wird, das ist auch nicht da. Das sagst du jetzt. Ja, das... Natürlich kann ein Hund an und für sich besser riechen, jetzt aber auch nicht so mega extrem. Aber in dem Fall fände ich das schon cool, wenn das so sozusagen so nah ist, wie so von Fledermäusen, die sowas hören können. Der kann es halt riechen auch ganz, 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 ganz weit. Und das wäre dann beim. Ja, such mein Erwachen. Kleiner. Aber wie gesagt, bei Soran ist Erwachen wirklich eine schwierige Sache. Es gibt noch spezielle Soran-Kräfte, wo man noch zukommen, aber bei denen hier, das sind ja diese 0815-Dinger. Genau. Genauso wie Chopper, ne? Jetzt kommen wir erstmal zu wieder der Frage Frucht oder Schwimmen. Ich habe aber, glaube ich, beim letzten Mal Dackel schon gesagt, Frucht oder Schwimmen. Ja, Frucht oder Schwimmen sagst du immer. Deswegen sage ich jetzt, ich will sie auch haben, weil ich finde Schakal als... Ist besserer Hund als Dackel. Dackel. Besser als Dackel. Also von den Fähigkeiten. Ich bin Dackel halt ein Pippi-Fan, ich bin halt ein Pippi. Dackel ist zwar süßer Pippi. Zum Großteil, Pippi. Aber Schakal kann halt mehr. Fanboy bin ich halt deswegen. Aber ja, Schakal ist halt einfach von den Fähigkeiten einfach gut. Deswegen sage ich auch das.
Und kann man gut ausnutzen. Vielleicht ist der auch hitzeresistenter, weil die ja so in Wüstengebieten vorkommen, glaube ich. Oder fragst du falsch? Gegen das wäre vielleicht auch noch eine gute Eigenschaft. Genau. Jetzt zum letzten. Aber warte mal kurz. Nicht überstürzen. Ich würde es in beiden haben wollen. In der Echtheit sowie in der One Piece Welt. Ja, ich auch, weil es. Hat ja keinen Nachteil. Kannst du schwimmen, ja toll, aber. Nur halt das Schwimmen, aber. Keine Ahnung. Es bringt halt auch ein bisschen was, ein Hund zu sein. Keine Ahnung. Du kannst Drogenschnüffelhund sein, du kannst. Alles. Korrekt, denk gleich mal ganz an die Drogen. Na, das war gut für die Polizei, dass die solche Typen aufpillen. Und stell dir vor, die Polizei, das sind einfach alles so Hundmenschen. Oh Gott, Hilfe! Das wäre. Der Polizeichef ist hier so. Brauchen die keine Polizeihunde? Warte mal, wo waren das? Oh nein. War das bei Catrielle? Nee, war das da? Da gibt's einen Hund auf jeden Fall, ja. Irgendwo war ein Polizistenhund. War das bei Catrielle? Nee, da ist ein Hund, aber es ist kein Polizistenhund. Shit, irgendwo war das. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber. Ah, irgendein Anime. Oh. Das war doch ein Anime. Naja, vielleicht kommt es noch drauf. Aber jetzt kommen wir mal zur Bewertung. Ich würde sagen, und ich mache jetzt keinen Unterschied, weil ich finde, das macht nie so einen großen Unterschied. Bei beides gebe ich. Warte mal, ich glaube, My Hero Academia ist der Hund. Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, bei beiden, also in der realen Welt wie auch in One Piece, 5 Punkte. Ja, ich auch. Weil du hast Fähigkeiten, aber es ist halt nur ein. Es ist zwar ein Schakal, ja, aber. Du kannst jetzt nicht fliegen. Du kannst jetzt nichts Übermenschliches lernen. Naja. Sind wir uns auch wieder sehr einig. Und ich würde sagen, ist genug für diesen Part. Wieder länger geworden als erwartet. Und wir hoffen, euch hat gefallen und ihr schaltet auch in der nächsten Folge des Teufelsfrucht-Talks wieder ein. Da ist dann Peru dran. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.